Es steht ein ausgiebiges Push-Training an. Oh, was ist denn das da? Infraspinatus. Nicht, dass sie abgerissen ist. Heute ist, wer klingelt denn hier? Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen wunderschönen Episode bei Kevin Wolter. Wir drehen heute einen wunderschönen Vlog für euch. Wir sind bei mir zu Hause. Wir haben jetzt frühs morgens und für uns geht es jetzt zum Sport. Ich habe die letzten Male was ausprobiert und zwar bin ich nüchtern ins Training gegangen. Das heißt, keine Mahlzeit, kein Shake vorher, nur mein Pre-Workout-Getränk. Und das bereiten wir jetzt gleich zusammen zu, dann wisst ihr, was da drin ist. Weil so habe ich irgendwie persönlich mehr Bums beim Training. Weil wenn ich irgendwie was esse vorm Training, auch wenn ich eine Mahlzeit nur esse oder zwei Mahlzeiten, beim Training dann bekomme ich dann so ein richtiges Tief. Ich will heute nochmal mit Stefan telefonieren und ihm das erzählen und ihn nach seiner Meinung fragen, warum und wieso das bei mir so ist. Auf jeden Fall habe ich die letzten Male jetzt immer nüchtern morgens trainiert. Das heißt, ich bin direkt aufgestanden, habe mein Pre-Workout zubereitet und dann sind wir ab ins Training gefahren. Und so machen wir das heute auch. Das heißt, es gibt ein Pre-Workout-Getränk, bestehend aus 10 Gramm Meta Plus, 15 Gramm Kollagenpeptides, einem Löffel Crank, 30 Gramm ERAs, 5 Gramm Kreatin, 5 Gramm Beta-Alanin und 10 Gramm Glutamin. Das ist mein Pre-Workout-Getränk, das ich zu mir nehme vor dem Training. Dazu kommt noch 60 Gramm Vayu Intra dabei, mein Lieblingsgeschmack Lemon. Lemon ist einfach der Knaller. Also ich weiß nicht warum, aber ich liebe die Lemon-Sachen. Genauso wie auch nach dem Training mein Post-Workout-Getränk Isoclear im Geschmack Lemon Slush. Mein absoluter Favorit bei dem Wetter mit kaltem Wasser. Bombastisch, also wirklich geile Sache. Und aufs Isoclear bekommt ihr momentan 25% Rabatt mit dem Gutscheincode Kevin und auf alle anderen Sachen bekommt ihr 10%. Aber ihr könnt euch merken, den Gutscheincode Kevin könnt ihr immer anwenden, denn ihr bekommt immer den aktuellsten, besten Deal, den alle anderen auch bekommen mit ihren Gutscheincodes. Und damit unterstützt ihr unser wunderschönes YouTube-Projekt. So, ich mixe mir jetzt mal alles zusammen und dann sehen wir uns gleich im Auto und dann geht's ab ins Training. So, wir sind jetzt angekommen im wunderschönen Clever Fit Nauen. Machen uns jetzt ein bisschen die Schultern und Rotatorenmanschette warm, denn es steht ein ausgiebiges Push-Training an. Da freue ich mich drauf. Wir werden jetzt anfangen mit ein bisschen Kabelzug, um ein bisschen Pump in die Brust reinzubringen. Dann werden wir an die Schrägbank gehen und dann werden wir gleich noch die Flachbankmaschine machen heute. Wir werden drei Brustübungen machen, zwei Schulterübungen und zwei Trizepsübungen. Pump da. Ist schon ein bisschen Pump da. Oh, so, meine ersten Kohlenhydrate des Tages. Oh. Energie. Mom, 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 mom. Ja, dieser Vayu Intra ist so lecker, ne? Unglaublich. Lemon. Lemon, bester Geschmack. Die letzten zwei Wochen ist der Training ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich ja in der Schule saß oder vielmehr in der Prüfungsvorbereitung zum staatlich geprüften Pyrotechniker, den ich ja selbstredend auch bestanden habe. Also ich bin jetzt Sprengmeister Wolter, staatlich geprüfter Pyrotechniker, wisst ihr Bescheid. Mega Gefühl in der Brust, ey. Boah, Wahnsinn. Oh. Echt Wahnsinn. Also ich muss ja wirklich sagen, auch wenn es ja so ein bisschen verpönt ist, ich habe auch mit Stefan darüber geredet, Stefan fand das gar nicht cool. Wir müssen jetzt nochmal einen neuen Plan schmieden. Dadurch, dass ich ja jetzt in dem Unterricht saß und nächsten Monat wieder Unterricht habe, müssen wir ein bisschen das ganze Training und die Ernährung anpassen. Aber für mich persönlich, morgens, direkt morgens, so wie jetzt, nüchtern ins Training, also nur ERAs rein, ein bisschen was für den Pump, ein bisschen was für die Energie vielleicht. Mehr brauche ich morgens nicht, ne? Letztes Push-Training lief hervorragend. Das war vor 4 Tagen.
habe ich 160 auf der Bank gedrückt und 150 Schrägbank gedrückt. Bin mal gespannt, ob meine Brust erholt genug ist oder ob sie noch ein bisschen mehr Erholung gebraucht hätte. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? Verdammt nochmal, wie viele es waren? Verdammt stark bin ich, richtig, hast du recht. Scheißegal, wie viele es waren. Die Message, dass ich verdammt stark bin, ist aber rübergekommen in dem Satz, oder? Okay, gut. Finde ich auch wichtig. So, 120. Gucken wir mal. Ja, so eine Motivation liebe ich ja. Ja. Kollege gerade. Viel Spaß auch beim Training. Achso, Kevin, und verletz dich nicht. danke, hatte ich nicht vor. Sowas darf man doch nicht in. Ach, verdammt, das darf man doch nicht sagen, sowas. Jetzt ist die Achse des Ungleichgewichtes der Welt nicht im Lot. Verstehst du? Ach, verdammt nochmal, da muss mehr Gewicht drauf. Jetzt zeige ich ihm mal, wie stark ich bin. Verdammt nochmal. Das war ein bisschen schwerer als ich gedacht habe. Aber ich habe die Situation gemeistert wie ein Mann. Heute bauen wir mal ab. Heute haben wir ja auch wieder andere Leute hier trainieren. Wir sind jetzt nicht mehr ganz alleine. Muss man ja auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Jetzt lassen wir mal ein bisschen die Muskeln an die Luft. Hier. Brauchen Sauerstoff. Den wurde ein bisschen stickig im T-Shirt. Weil die schon zu groß sind. Stehst du? Mal schon aufpassen hier. Ist da nicht drin heute. Ja, ist ja auch verständlich. Ich war ja bei Brust schon mega stark. Kann ich ja jetzt nicht bei Schultern auch noch mega stark sein. Wie sehen das aus? Ne? Ist ja auch logisch, ne? Ne? Calm down, nah, here I go. I've been shooting up the screen like I'm setting picking rows. They see me listed with the freshest. It's cool, they didn't know. Leave a seat outside, man, it's guaranteed to grow. I'm about to blow. Hold on, wait a minute, now I'm strapped in. I done seen the light, so grab a camera for the action. Learn to play the hand, I was dealt in my advantage. When the cards in my hand, every move is a gambit. Understanding what's the king? Letzte Übung für heute, Trizeps. Und zwar ein bisschen am Zopf. So. Fertig! Jetzt gibt's Post-Workout-Shake
Jetzt gibt's. Warum Artikel benutzen? Kein Problem. Ich verschluck die einfach. Jetzt gibt es erstmal einen wunderschönen Post-Workout-Shake. Dann fahren wir nach Hause und grillen eine Runde. Los geht's. So, hier ist meine Ansage an Klaus Grillt. Ich fordere dich heraus zu den ultimativen Grillfestspielen. Ja. So, ich bin der wahre Griller. Kleiner Spaß, Klaus. Du bleibst und bist der Meister. Du bist und bleibst der Meister. Hier meine Steaks, wunderschön. Pre-Workout. Die müssen jetzt noch ein bisschen ruhen. Die haben jetzt 2 Minuten Hitze bekommen. Ordentlich bei 500 Grad. Und bekommen jetzt noch mal ein bisschen Ruhe. 5 Minuten. In der Zeit gehen wir mal rein und machen uns mal eine Portion Reis. Onkel Benz Expressreis. Davon ernähre ich mich eigentlich hauptsächlich. Rizzy Bizzy. Und dazu gibt es noch mal ein bisschen Salat hier. Ich habe gestern gegrillt. Das war übrig geblieben. Schmeiß mal nicht weg. Den habe ich mit Frischhaltefolie eingepackt, in den Kühlschrank gestellt. Dann bleibt der auch frisch, kann man immer noch gut essen. Ich habe hier noch ein paar Supplemente, Multivitamin, Ashwagandha, Kurkumin, Basica, Magnesium, Ubiquinol oder irgendwie so, hat mir Stefan aufgeschrieben. Genau, das gibt's jetzt. Steak, Teller, wo ist mein Teller? So. Reis, Salat, Supplement. So, stellen wir es mal hier schön hin. Können wir das präsentieren, wunderschön hier. Schön anrichten. So, ein bisschen schön machen hier fürs Auge. So, so. Salz noch. Jetzt gibt es zum Steak hier noch mal ein kleines Süßchen. Sind jetzt nicht die tollsten Werte, steht auch nicht auf meinem Ernährungsplan, aber es schmeckt. Ja. Ist auch keine bezahlte Werbung. Klaus Grillsoße hat er mir geschenkt. Danke, Klausi. Ich brauche Nachschub. Wo ist meine Soße? Ja, bekommst du Hunger, ne? Das geht. Jetzt haben wir ein Butterbrot geschmiert. Gleich geht's zur Physiotherapie. Heute ist. Wer klingelt denn hier? Den ganzen. Ich raste aus. Wolter, ja, ja, ich. Kevin Wolter. Was ist denn da Schönes? Geschenke? Wie, weißt du nicht? Du bringst mir das doch. Danke dir. Ciao, ciao. Fitmart! Na gut. Die dürfen uns Geschenke senden. Proben! Proben, Proben, Proben. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich mega geil. Wie viel ist hier immer drin? 30 Gramm. Okay, das ist ja super. Da hat man auch was für. Ja, hier ist irgendwas aufgegangen. Da hat man auf jeden Fall. Oh, Isoclear. Isoclear, wie gesagt, Angebot 25%. Lemon Slush sogar, egal. Das ist nämlich perfekt zu mitnehmen. Kann ich mal ins Auto packen. Dann habe ich da immer was dabei. Was haben wir hier noch? Flav and Tasty. New York Cheesecake. Vanille. Banana. Nee, Bananenmilch. Bananenmilch ist cool. Bananenmilch wollte ich sowieso mal probieren. Vanille. Vanille ist gar nicht meins. Vanille kannst du mich mit jagen. Pack ich mal hier hin jetzt. Perfekt für unterwegs, aber ich lasse jetzt erstmal weiter. So, wir sind jetzt angekommen beim lieben Marco, meinem Physiotherapeuten. Oh, gleich beschädigt hier. Marco, wer einen guten Physiotherapeuten in Berlin sucht, MP Physiotherapie. Tippitoppi, wir gehen mal rein. Der liebe Marco ist auch am Start. Der wird mich jetzt ordentlich durchquälen. Ihr werdet jetzt noch ein paar Minuten der Therapie sehen. Und dann verabschieden wir uns auch
aus diesem wunderschönen Video. Marco, habt ihr gesehen vorne, Adresse könnt ihr jetzt bei ihm melden, private Handynummer habe ich in die Videobeschreibung gepackt, dann könnt ihr mal anrufen, 24 ja. Stunden. Hier hinten hatte ich mich ja irgendwie verzwickt, verletzt, letztens beim Klimmzüge machen, dass du da mal auf jeden Fall ein bisschen durchdrückst und guckst, ob da irgendwas ist, aber ich habe auch drücken trainiert gestern, dann ging also ich habe es gemerkt noch teilweise, da war dann wirklich nur eine Zerrung anscheinend. Und Rücken auf jeden Fall, Rücken, Nacken ist wieder alles ISG unten, das Übliche. Alles klar. Und da auch, ja. Boah, was ist denn das da? Infraspinatus. Nicht, dass die abgerissen ist. Nein. Wir gucken mal danach, wie das ist von der Bewegung. Oh. Dann sollte das... Aber da, die Ecke da, das kann gut sein. Okay.